Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück bei Pottermore. Ja, und beim letzten Mal habe ich tatsächlich das Buch der Zaubertränke, das Lehrbuch der Zaubertränke noch gefunden. Und das Video habe ich aber leider nur noch auf Englisch gefunden, deswegen musste ich leider dann, ne, ja, euch so zeigen. Aber ich bin schon mal froh, dass es überhaupt noch geklappt hat. Jetzt wollte ich eigentlich kurz gucken hier. Du hast jetzt halt keine Nachrichten. Dieses mit Congratulations an Hufflepuff war, glaube ich, ja, wie gesagt, dass Hufflepuff halt den Hauspokal gewonnen hat. Glückwunsch und so. Jetzt würde ich aber gerne hier weitermachen bei der Timeline, weil wir werden heute das ups. Wir werden heute das erste Schuljahr abschließen, sozusagen. Und bin schon sehr gespannt. Bin gespannt, bin gespannt. Ja, J-Downloader, danke. Weg damit, ja. Muss ich rausschneiden, dringend. Okay. Oh. Stein der Weisen. Und Professor Quirrell. Quirinius Quirrell. Was für ein Name, ey. Wahnsinn. Okay. Irgendwas gibt es hier, glaube ich, noch zu tun. Da, da, da. Ja. So ein paar Feuerchen zum Funken bringen. Das ist sehr schön. Das war's. Ja gut. Harry hat den Stein der Weisen an sich genommen und ist im Krankenflügel gelandet, weil er hat Quirrell besiegt. Halleluja. Vor seinen Augen glitzert etwas Goldenes. Der Schnatz. Er versuchte nach ihm zu greifen, doch seine Arme waren zu schwer. Er blinzelte. Es war gar nicht der Schnatz. Es war eine Brille. Wie merkwürdig. Wie cool. Ja, also, ne? Kann man sich gefallen lassen, so ein Tag im Krankenflügel, ne? Okay. Next one. Kann ich hier einsammeln? Ich will die einsammeln aus. Oh, ist so schön. Das kann ich sammeln. Was ist das? Schokofroschkarte von Kleotna. Okay. Hier muss man doch auch jede Menge Zaubertrankzutaten sammeln können, eigentlich. Oh. Tata! Was sage ich denn? Salamanderblut. Das Blut dieser kleinen Salamander, die sich gerne in der Nähe von Feuer aufhalten, hat eine heilende und stärkende Wirkung und kann in kräftigenden Zaubertränken verwendet werden. Deshalb steht's im Krankenflügel, meine Freunde. Gut, gut. Oh, ah, da ist noch was. Noch ein Bissor. Cool. Und das war's. Der letzte Punkt dieses Jahres ist die Jahresabschlussfeier. Halleluja. Und, oh, wie doof. An diesem Abend ging Harry allein nach. Was? Nein. Okay. An diesem Abend ging Harry allein den Weg hinunter zum Jahresabschlussfest. Madame Pomfrey, die noch einigen Wirbel veranstaltet hatte, weil sie ihn noch ein letztes Mal untersuchen wollte, hatte ihn aufgehalten. Und so war die große Halle schon voller Schüler. Sie war in den Farben der Slytherins, grün und silber, ausgeschmückt, denn sie hatten den Hauspokal nun im siebten Jahr in Folge gewonnen. Das werden wir sehen, meine Freunde. Ich sammle erstmal die Galeone ein. Und. Bingo! Das fand ich mega cool einfach. Und ja, Slytherin hat nicht im siebten Jahr in Folge den Hauspokal gewonnen, meine Freunde. Nämlich wir haben das, ja. Schokofroschkarte von Godric Gryffindor. Ja, die hat uns ja noch gefehlt. Jetzt haben wir alle zusammen. Also alle Hausgründer halt, ne? Und damit haben wir das erste Jahr abgeschlossen. Heißt, wir müssen nach Hause zu den Dursleys. Ja gut. Buch 2. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Endlich wieder Schule. Einen solchen Seufzer kann nur der ausstoßen, dessen Ferien scheußlich und die Erinnerungen an das vergangene Schuljahr wunderbar waren. Harry Potter. Doch wie im Vorjahr stehen nun nicht nur Zaubertrankunterricht und Verwandlung auf dem Programm. Ein grauenhaftes Etwas treibt sein Unwesen in den Gemäuern der Schule. Ein Ungeheuer, für das nicht einmal die mächtigsten Zauberer eine Erklärung finden. Wird Harry mit Hilfe seiner Freunde Ron und Hermine das Rätsel lösen und Hogwarts von den dunklen Mächten befreien können?
Nein. Quatsch. Ja, ich finde das mal ganz cool. Hier sieht man im Hintergrund die Cover der englischen Bücher, soweit ich weiß. Moment mal, das sind aber 8. Chamber of Secrets. Kammer des Schreckens. Da ist ein deutsches dabei. Nein, das ist. Ach so, das sind die verschiedenen. Ja, ich verstehe. Das sind das zweite Buch auf verschiedenen Sprachen sozusagen. Also hier ist einmal Deutsch. Da haben wir Chamber of Secrets, ist natürlich Englisch. Dann Chamber of Secrets ist auch Englisch. La, irgendwas, der schießt mich tot. Ne? Da, das kann ich nicht mal lesen. Aber sehr, sehr cool. Ja. Also, auf geht's zum zweiten Schuljahr. Das Zauberwort. Du hast das Zauberwort vergessen, sagte Harry gereizt. Dieser schlichte Satz hatte eine gewaltige Wirkung auf den Rest der Familie. Ich kann hier was sammeln, und zwar Blumenköpfe. Wofür auch immer. Zaubertränke. Okay. Oh, die Dursleys haben Blumen in ihrem Garten, die man für Zaubertränke nutzen kann. Schau mal eine an. Hier, das finde ich übrigens sehr interessant. Diese Tür kann ich nicht öffnen. Noch nicht. Das ist das Interessante hier. Ich kann sie später öffnen, weil ich in einem späteren Bild etwas finde, das mir dabei hilft, diese Türe zu öffnen. Und eigentlich hatte ich auch die Schwelllösung brauen wollen, weil ich damit auch etwas finden kann. Also eine Tür öffnen kann, soweit ich weiß. Und so. Oh, cool. Ein Glas voll Honig. Kann auch in Zaubertränken verwendet werden. Und schmeckt gut auf Toast. Palim, palim. Ja, und nie. Ach so, ja, den Rest kann ich ja noch nicht machen, wie gesagt. Kann ich erst später, wenn ich dann das gefunden habe, was ich brauche, um diese Tür zu öffnen. Zwei riesige grüne Augen. Ah, jetzt ist es wieder weg. Naja, was soll's. In der ersten Ebene kann ich offensichtlich nichts machen. Oh. Du hast eine Gartenschere gefunden. Nützlich bei der Pflanzenpflege. Hey. Sehr gut. Klingeling. Getrocknete Nesseln. Ich habe schon so viele Zaubertrankzutaten einfach gefunden. Ein guter Fund. Rosendornen. Und ein Blutegel. Was hat der auf einem Baum zu suchen? Bewahre sie gut auf, sie könnten später für dich nützlich sein, okay? Das ist gut zu wissen, ne? Das sind die Augen. Das sehen aus wie zwei grüne Bälle einfach. Dobby, der Hauself. Hallo? Sagte Harry unsicher. Harry Potter, sagte das Geschöpf mit so durchdringender Piepsestimme, dass Harry ganz sicher war, man würde sie unten hören. Dobby hat so lange darauf gewartet, Sie zu treffen, Sir. Welche Ehre. Danke, sagte Harry. Er drängte sich an der Wand entlang und ließ sich auf seinen Schreibtischstuhl sinken, direkt neben die schlafende Hedwig in ihrem großen Käfig. Er wollte fragen, was bist du eigentlich? Doch das hielt er für ziemlich grob, und so sagte er, wer sind Sie? Dobby, Sir, einfach Dobby, Dobby, der Hauself, sagte das Geschöpf. Ach, wirklich? Sagte Harry. Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber das ist nicht der passende Augenblick für mich, um einen Hauselfen im Schlafzimmer zu haben. Das kann man wohl so sagen, ja. Also wer die Geschichte kennt, kann sich wahrscheinlich ausmalen, weshalb das nicht so gut ist, dass er jetzt da gerade einen Hauselfen in seinem Zimmer hat. Ja gut.
Hier gibt's aber offensichtlich noch nichts zu machen für Mösch. Probieren wir es mal so. Oh, ich kann sein Ohr zum Wackeln bringen, wie süß. Es gibt aber nur zwei Ebenen. Gibt's hier wieder irgendwas, was ich erst später machen? Also ich weiß es halt nicht. Ich bin mir unsicher. Nee. Also ich weiß nicht genau, was ich jetzt... Ach, da, da. Oh Gott. Scamander. Newt Scamander. Ein anerkannter Weltautorität auf dem Gebiet magischer Wesen. Ist der Autor von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, das seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1927, holy shit, in Hogwarts als Standardlehrbuch verwendet wird und in den meisten Zaubererhaushalten zu finden ist. Okay, das war's. Cool. Mein Gott, welche drunter versteckt, ey. Tante Petunias Nachtisch. Habe ich die Aufnahme? Läuft, okay. Ist wieder ein Spiel, wie man hier an dem Würfel sehen kann. Sehr schön, sehr schön. 10 Minuten habe ich ungefähr. Tante Petunias Nachtisch. Lasse den Nachtisch 14 Sekunden lang in der Luft schweben. Er bleibt in der Luft, wenn du ihn wiederholt anklickst. Okay. Oh. War das richtig oder habe ich was falsch gemacht? Nein, das war richtig. Okay. Du hast es geschafft, den Nachtisch mindestens 14 Sekunden lang schweben zu lassen. Zur Belohnung hast du Bertie Bott's Bohnen mit Zuckerpfeilchen-Geschmack bekommen. Das klingt ziemlich geil. Okay. Ja, das war's hier schon. Freut mich, wir haben es geschafft. Harrys Flucht. Oh, oh, oh. Jetzt wird's spannend. Ich sehe hier auf Anhieb schon drei Sachen, die ich einsammeln kann. Okay. Oh, ah, oh. Technologie. Gedanken darüber, was die Zauberwelt von Muggeltechnologien hält. Das wird bestimmt ein Text für Mr. Weasley. Ja, okay. Ach, aus der Ebene kann ich die Sachen jetzt sammeln. Cool. Schokogeschmack. Oh. Hier haben wir Pfeffergeschmack. Oh, da stelle ich mir fies vor. Und was haben wir hier oben noch? Eine mit Bohnengeschmack, ja. Baked Beans sind nicht jedermanns Sache. Hm. Oh. Ah, da ist noch was. Bertie Bott Schokofroschkarte. Ja, gut, dadurch, dass ich hier so viele Bertie Botts Bohnen finde, ne? Die kann man nur sehen, wenn das Licht an ist. Voll gut. Mit Toastgeschmack. Was für ein Glück, du hast deine Bohnen mit Toastgeschmack gefunden. Toast. Toast ist was Cooles. Toast mag ich. Toast ist gut. Okay, irgendwas fehlt mir noch. Das Licht habe ich. Dritte Ebene. Ah. Okay. Kann ich das Licht? Nein, kann ich nicht. Okay, was kann ich hier noch machen? Der ist nur ein Tennisschläger. Das Licht hatte ich angemacht. Ist hier noch irgendwas, was ich finden kann, wenn das Licht an ist? Nee, ne? Ah. Hatte ich das gerade auch schon? Anscheinend. Ja, ja, ich weiß, alles gut. Irgendwas fehlt mir hier wieder. Ich weiß noch nicht was. Bisschen doof eigentlich. Texte habe ich alle?
Ach, das Schloss. Okay, das Schloss daneben. In Ordnung. Gut, ich hab alles. Die Weasleys. Der fliegende Wagen sank tiefer und tiefer. Die ersten Strahlen der leuchtroten Sonne. Bla, blub. Ich kann nicht so schnell lesen. Okay, da ist irgendwas. Hallo? Ja gut, nächste Ebene wahrscheinlich. Jetzt kann ich sammeln. Haar von einem Einhornschwanz. Oh, das war bestimmt ein fliegendes Einhorn. Das Haar vom Schwanz eines Einhorns ist sehr kräftig. Es ist so vielseitig, dass man es sowohl in Zaubertränken als auch in Zauberstäben und für Bandagen verwenden kann. Oh, Bandagen aus Einhornhaar, das ist bestimmt cool. So von Berufswegen interessiert mich sowas ja sowieso schon. Aber, oh, Vogel. Ich wüsste auch gerne mal, wie die Bandagen aus Einhornhaar machen oder wie man die da drin verarbeitet. Näht man die dann einfach in die Bandagen mit ein, so, dass die dann ihre Wirkung entfalten? Das ist bestimmt cool. Okay, irgendwas müsste ich theoretisch noch tun können. Okay. Alle aufstehen! Ach, da gibt es was zum Sammeln, okay. Ach du Scheiße! Horklumpsaft habe ich gefunden. Der Saft dieser schwarzborstigen Kreaturen kann in einer Reihe von Heiltränken verwendet werden. Gut, gut. Noch irgendwas zum Sammeln, das ich jetzt wahrscheinlich übersehen werde? Mit Sicherheit. Solche Bilder sind aber auch fies. Du hast eine riesige Ebene, auf der du so furchtbar viel finden kannst. Und im Endeffekt weißt du nicht, wo die Sachen versteckt sind. Das ist voll fies. Aha. Ah, das war... Okay. Ja, fertig. Der Garten wird entgnomt. Oh, das ist bestimmt lustig. Ach, das ist wieder ein Spiel. Okay. Der Garten wird entgnomt. Diese lästigen Gnome treiben sich schon wieder im Garten herum. Bitte hilf mit und wirf sie über die Hecke. Wie man den Garten entgnomt. Erstens, wenn ein Gnom auftaucht, klicke seinen Kopf an und halte die Maus gedrückt, damit du ihn schnappen kannst. Okay. Halte die Maus weiterhin gedrückt, um den Gnom in der Luft herumzuschwingen. Drittens, sobald du findest, dass der Gnom schnell genug im Kreis schwingt, lasse die Maus los, um ihn über die Hecke und somit aus dem Garten zu schleudern. Viertens, du musst in der vorgegebenen Zeit mindestens 4 Gnome über die Hecke werfen. Wenn du präzise und stark genug wirfst, fliegt der Gnome über den Baumstumpf hinaus, wodurch du einen Bonus bekommst. Cool. Ja, dann fange ich doch mal an. Oh, ich habe hier eine Hand. Oh. Du Scheiße. Ja, oh, ja. Das war ein ziemlicher Fail. Gibt's hier einen Baum? Wo ist dein Baumstumpf? Ich sehe da keinen Baumstumpf. Naja, gut. So, das könnte klappen. Ich habe aber immer ein bisschen Schiss, dass die an der Hecke hängen bleiben dann. Oh nein! Was mache ich denn immer für einen Driss? Ja, okay, der gilt nicht. Der zählt wahrscheinlich nicht. Warum schwingen die auch in die Richtung? Die sollen andersrum schwingen. Das ist doch bescheuert. Hiha! Ach, da ist ein Baumstumpf. Okay. Also, einen habe ich. Zwei habe ich und einen Baumstumpf habe ich. Ah, nein, knapp daneben. Da nehme ich dich nochmal. Und schon wieder zu hoch, so ein Scheiß. Naja, zumindest habe ich jetzt 3. Also 4 Stück brauche ich, ne? 4 Stück. Und Baumstumpf für Bonus, sehr gut. Wuhu. Oh, der war gut. 12,5 Meter. Mensch. Ich bin der Gnomenschleuder-Champ. Das war nichts. Der ist noch im Garten, leider. Nehmen wir direkt den nächsten. Und zack. Komm schon, du kommst auch noch drüber. Jawohl. Und Nummer 3. Komm, einen schaffen wir noch. Einen schaffen wir noch. Komm schon. Nein, nein. Ach, schade. Na gut. Gut gemacht. Diese lästigen Gnome werden sobald nicht wiederkommen. Gesamt... Zahl an hinausgeschleuderten Gnomen sind 5, Gesamtboni sind 3.
Zur Belohnung hast du Gilderoy Lockharts Ratgeber für Schädlinge im Haus und Hof bekommen. Oh ja, wow. Wenn du Lust hast, könntest du ja noch ein paar Gnome aus dem Garten. Okay. Könnte ich? Wollte ich? Würde ich? Nee, kein Bock. Okay, ich bin bei 20 Minuten angekommen. Ich danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal werde ich genau an dieser Stelle weitermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst ein Däumchen da. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.